Herzlich willkommen bei einem Video von der Brabbelinsel von mir, für euch, meine Damen und Herren. Der nette, gute AZ Defrim, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat mir in den Kommentaren geschrieben, ich sollte mir gern von S. Castro Vengasa 1 angucken und Vengasa 2 wird natürlich erledigt, deswegen dieses Video. Andere hätten es wahrscheinlich auch vorgeschlagen oder haben es vorgeschlagen, ich habe es übersehen. Es tut mir leid an der Stelle, wenn ich nicht jeden erwähne, der das Video vorschlägt. Entschuldigung auf meinen Nacken. Ich küsse eure Kniescheiben. Ich bin gespannt. Oh fuck, warte mal. Ich muss mal kurz was gucken. Nein. Okay. Schaut doch nicht so grimmig. Ich muss mal kurz mein Bild. Ich habe gerade gesehen, dass das Bild nicht optimal platziert ist. Ich würde sagen, geben wir uns das Stück Musikgeschichte. Es ist ein paar Monate alt. Der erste Teil. Beziehungsweise wahrscheinlich schon ein Jahr. Der zweite Teil ist nur 4 Monate alt, in dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Ich bin mal gespannt. 8 Minuten 41, reines Geballer. Alter Schwede. Okay. Das wird ein richtiger Blockbuster hier. Nice, Alter. Ich gönn mir die Scheiße jetzt. Was willst du erreichen mit diesem Scheiß? Mein Leben lang. Das fängt an. Okay. Also der Einstieg so, der Film so, Digga. Nice, Alter. Was erreichst du mit diesem Scheiß? Mein Leben lang schon in Gefangenschaft. Ich spür die Ketten aus Stahl, doch ich laufe barfuß auf diesem brennenden Pfad, um meinen Teil zu leisten für eine bessere Welt, in der man sich diese Fragen von heute nie wieder stellt. Und geh ich drauf, schließe ich meine Augen mit Stolz, hinterlasse Zeilen aus Gold, denn ich glaube ans Volk. Ich spucke Blut, weil ich ausspreche, was sich keiner traut. Stopf mir den Mund mit deiner Faust, doch ich beiße drauf, schrei's laut. Digga. Alter, okay, hier lohnt sich wieder extrem hinzuhören, was der nette S. Castro uns vermitteln will. Digga. Das ist 8 Minuten lang. Alter Schwede. Ich hoffe, da sind noch ein paar Filmsequenzen drin. Nicht nur 8 Minuten pure Zerstörung, beziehungsweise jetzt 7 Minuten. Beiße drauf, schrei's laut heraus, denn die Wahrheit bricht die Wände, den Rahmen dieses teuflischen Viehecks, was dir dein Denken wegnahm. Keiner merkt, dass hier irgendetwas schief läuft. Doch schau, ich ziel heute auf Trommelfälle, weil immer noch viele Menschen vom Paradies träumen. Doch Hölle ist Programm, verdammt, Faschismus und Kapitalismus gehen Hand in Hand, außer Rand und Band. Wir übersehen den Hitlergruß in Kiew, weil man uns den Verstand verbannt. Es rollen Panzer an, Land in Brand, sagt er jetzt. Ich muss aber, wie gesagt, immer nach ungefähr 20 Sekunden muss ich immer mal Stopp drücken. Ich tue jetzt schon überreizt mit 24 Sekunden, du. Eieieiei, meine Freunde. Auf die ganze. Alter Scheiße. Band, es rollen Panzer an, Land in Brand, Synagogen brennen. Drittes Reich, willkommen zurück. Wir schweigen, während Faschisten über Tote rennen. Und Europa dirigiert, eliminiert, alle kapitulieren. Der Westen infiltriert, wieder Söldner, um Gegner zu exekutieren. Es ist ein Kampf aller Großmächte um die Herrschaft der Welt. Sie wollen, dass der Widerstand in Kerkern zerfällt. Deutschland lernt nicht aus der Geschichte, hetzt mit Russophobie. Svoboda heißt nicht Freiheit, sondern blutiger Krieg. Alter Schwede. Haufen politische Ansichten in den Track drin. Alter. Schieß. Abstand, Bruder. Ich denke jetzt schon, das Ding ist unfickbar. Also jetzt von dem ganzen Text her unfickbar, das Ding. Scheiße. Blutiger Krieg! Fuck.
Okay. So eine Folteraufmachung. Also, sagen wir so, eine stinknormale Verhörung eines Gefangenen. Ihre Strategien schlagen Köpfe nieder, ob A oder B. Im Krieg sind beide Verlierer, sie versuchen uns zu spalten, in Kurden töten. Im Krieg sind beide Verlierer. So deep, Alter, so deep. Russen, Ukrainer, Atheisten, Christen, Juden oder Muslime, Schiiten oder Sunniten, Jesiden oder Aleviten, sie wollen, dass wir uns bekriegen. Was? Aleviten, Sunniten, was? Kranker Scheiß. Nicht auf die richtigen Zielen und jetzt schau dich um. Nenn es die WM der Unmenschlichkeit. Homo sapiens tötet, Homo sapiens will nicht menschlich sein. Weiße Taube lebe wohl, denn ISIS ist jetzt da. Der Westen spielt Monopoly in Syrien und Irak. Geisteskranke töten dort im Namen des Islams mit AKs der USA. Doch plötzlich sehen sie als Gefahr. Sie ließen Moskau. Scheiße, Digga. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich will einfach nur durchlaufen lassen und den Film genießen. Aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Also, ohne Aufnahme schon, aber in der Aufnahme nein. Alter Schwede. Monster frei, stecken Tonnen Blei für'n Dollarschein. Doch was bringt er dir, wenn sich dein Produkt aus der Kontrolle reißt? Bombenzeit, Kriegsmaschine, NATO tot. Alles für Ressourcen, Markt und geografische Machtposition. Der Nahe Osten ist das neue Afrika. Seit dem Fall der Mauer haben Kriege wieder freie Fahrt. Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Libya. Imperialisten unter Kontrolle des Kapitals. Egal ob nun Radi... Alter Schwede. Gut, ich kann gut verstehen, warum der Typ jetzt so aggressiv guckt. Definitiv, Alter. Imperialisten unter Kontrolle des Kapitals. Egal ob nun radikale Banden oder Taliban. Alle bieten Argumente zum Durchführen des Army-Plans. Er ist ganz simpel, mein Freund. Mach die Augen zu. Ich erzähl ihn dir, doch was du sehen wirst, ist ein Haufen Blut. Als Teil der Herrscherklasse eines hochmodernen Staats, führende Nation, egal ob in der Politik oder auf dem Markt, brauchst du haufenweise Energie, Ölquellen. Der rappt einfach die komplette politische Geschichte auf der ganzen Welt. Scheiße, das ist nur Teil 1. Was soll der erst in Teil 2 kommen? Alter. Brauchst du haufenweise Energie, Ölquellen und Gas. Doch irgendwann sind sie am Marsch und decken nicht mehr den Bedarf. Also hol den Atlas raus und such ein Land für deine Saat. Platziere heimlich den Soldat schon mal am Start und denke nach. Wie begründe ich den Marsch? Wie verkaufe ich sie für dumm? Hast du keinen Grund? Klatsch zwei Türme um und Punkt. Oder schür den Hass im Land. Fördere Chaos jeden Tag. Gib Gas nur... So, da hat sogar... Bombt die zwei Türme um. Alter, da hat sogar das World Trade Center Ereignis mit reingebaut. Von 2001, wo die zwei Flugzeuge reingeflogen sind. Alter Schwede. Sie jede Gelegenheit für einen falschen Widerstand. Manipuliere Opposition, schicke die Söldner mit dem Patron. Instrumentalisiere die Medien und rede dann von einer Revolution. Polarisiere die Seiten, vereine die Feinde zu einer verdammten Union. Verbreite die Keime der Hoffnung, verheimliche aber die Kämpfe um Leben und Tod. Lade Kanon, möge die Spiele beginnen. Doch du bist noch nicht eingetroffen, ich sag dir den Sinn. Denn du bist die Macht, welche das Ende der Schlachten bestimmt. Streite jetzt ein als VIP. Ja, was ist denn los mit dem Typen? Erstmal danke an der Stelle an Zelvet Azad. Fuck, ich hab den Namen vergessen. Warte kurz. Warte, der war weiter unten. Hier. Azad Defrim. Ich sehe das gerade nicht, das steht ganz unten an der letzten Stelle. Danke für diesen Track, Alter. Danke. Ich hätte ihn wahrscheinlich nie gesehen an der Stelle, aber ich finde ihn übertrieben, Alter. Übertrieben. Wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, der rappt die komplette politische, militärische, etc., etc., rappt er alles in einen Track. Das Ding ist einfach irre. Einfach irre. Danke an der Stelle.
geh jetzt ein als VIP. Rede vom Frieden, bringe den Krieg. Baller mit Waffen und hab keine Bammen und stapel Kadaver zum blutigen Sieg. Stürze den Feld mit der Kavallerie, bediene dich sogar an jedem Bandit. Und kämpfe zusammen mit Gruppen, die Terror verbreiten, Faschisten und anderen Teams. Jetzt setze die Marionette ins Spiel, an die Spitze des Regimes. Serviere die frisch gebackene, friedliche, heilige, westliche Demokratie. Verliert deine Puppe. Alter, Mann, der Track ist deep as fuck. Ich wundere nicht, dass das Ding nicht mal eine halbe Million hat. Das Ding hat gerade mal, das kratzt gerade mal die 400.000. Gebackene, friedliche, heilige, westliche Demokratie. Verliert deine Puppe die Funktion, wechsel sie einfach so wie Batterien. Sauge das Land aus wie ein Parasit. Guten Appetit! Mir fehlen echt die Worte bei den Track. Mir fehlen echt die Worte, ey. Sheesh. Oh fuck, jetzt wird er noch kahl gemacht. Alter, Abstand, Bruder. Ich bin komplett. Mein Kopf ist komplett gefickt durch den Track, Alter. Komplett. Mann. Ich könnte ewig weiterreden, doch mir fehlt die Zeit. Es gibt zu viel Ungerechtigkeit und zu wenig Lines. Ihr schlagt auf mich ein, doch ihr kriegt mich nicht klein. Denn ich war, ich bin und ich werde immer sein. So wie der Settle dann in Rojava, Intifada in Gaza. Hebt die Fahnen zum Kampf für den Frieden, so wie Guevara, denn sie okay, es kommt wahrscheinlich der Teil mit den Friedensleuten, die Frieden um die Welt bringen wollten. Er hat zumindest zwei, drei genannt. Und belagern, schießen, stapeln Kadaver, kritisiere sie und du kriegst Antisemitengelaber. Israel und Palästina, ein Riese mit atomarer Artillerie patrouilliert aggressiv, doch im Panorama sieht man, wie sie als mutige Krieger die Krisen als wahrer Friedensfahrer besiegen und die fiesen Muslime ballern. Komm, sieh in die Tiefe und du siehst die Propaganda, wie die Medien dirigieren, Rezeptivität unterwandern. Es gibt Schwede, leck mich an. Viele Beispiele. Leck mich am Arsch, Alter, ohne Witz, ohne Spaß. Das alles noch in sinnvolle und reinbare Lines zu packen, ist einfach nur krank. Ist einfach nur krank. Eskastro hat mir vollen Respekt, Alter. Ohne Witz. Es gibt viele Beispiele, die bewiesen haben, dass wir die Welt, die wir so lieben, verlieren, wenn wir noch warten, dem kein Ende setzen. Schau, unsere Würde liegt in Ketten, denn Profit steht meilenweit über den Bedürfnissen des Menschen. Wir leben in einem System, wo der Markt den Ton angibt, so lang bis der Verstand, der am Lodern ist, unser geistiges Koma bricht, egal wann, egal wo. Scheiße, Alter. Abstand, Bruder, Abstand. Alter, ich will's nochmal wiederholen, das ist nur Teil 1. Es gibt noch einen zweiten Teil davon. Alter Schwede, ey. Wann, egal wo, spür das Leid von jedem Mensch. Du bemerkst es schnell, wenn bei jedem Blick auf die Welt deine Seele brennt. Dein Leben hängt ab von edlen Herren. Dem Bourgeois-Geschichte wird zwar verfälscht, doch wir beleben das Original. Militarisierung steigt, Polizei im Überfluss. Überwachung 24-7, Widerstand, es muss. 2008, Krise, Marx im Recht, jeder schweigt. Krise wütet, Volk verbüßt, Banken lachen, Menschen weinen, Griechenland. Dann noch die Bilder dazu im Hintergrund. Leck mich am Arsch. Abstand, Bruder, Abstand. Menschen weinen, Griechenland, Kolonie Europas, Athen hebt sein Haupt, Madrid bebt, Spanien ist am Abgrund, Volker hebt die Faust, Wall Street hält die Zügel, Europa Esel hält sein Maul, Stasi 2, NSA hört ab, Merkel scheiß drauf, weißes Haus, schwarzer Präsident, graue Zukunft, Nahe Osten, Zielgebiet, türkischer Staat, der Schoßhund, USA, Weltpolizei, Demokratie kommt sofort, Endprodukt, alles Schutt und A. Es hätte echt nur am Ende so ein Danke Merkel gefehlt. Ich hätte losgegrillt wie ein kleines Schulmädchen.
Polizei, Demokratie kommt sofort. Endprodukt, alles Schutt und Asche, sprich ein Bombenort. Alle wollen Klarheit auf dem Sofa, drücken auf den Knopf. TV spricht, Roboter hören zu, nicken mit dem Kopf. Waffenboss, Frank-Walter Steinmeier, Export. Fußball versus Favela, Brasilianer Massenmord. Omnipräsenz, Anti-Linker, Propaganda, jedes Wort. Rassismus wurzelt, deutsche Medienspaltung direkt durch das Ohr. Alter Mann. Der packt wirklich alles aus. Ich will nicht wissen, wie lange der Typ an den Track geschrieben hat. Ohne Witz. Beziehungsweise das alles mal recherchiert. Na gut, das ist jetzt kein Track, wo es jetzt in die Tiefe geht, in die Materie, sondern da sorgt es jetzt alles nur so. Ohne irgendwie was zu begründen, dass es da und da passiert, etc. Aber trotzdem, man muss ja erstmal dieses Wissen haben. Und das dieses komplette Wissen, das dann noch in Blatt Papier und Lines zu packen. Abstand, Bruder. Abstand. Medienspaltung direkt durch das Ohr. Sinti und Roma schaffen die Sehnsucht nach dem Holocaust. Islamophobie, der Moslem ist der neue Sündenbock. Asylanten, Ausländer, Feindbild programmiert. Weiter drüben im Osten 40 Millionen Kurden nicht akzeptiert. Schengal steht in Flammen, Faschisten pissen auf das Völkerrecht. Palästina, Kolonie der Vampire, die Hölle brennt. Kranker Nationalismus, das rechte Spektrum kämpft und tobt. Staaten sagen sie. Das Thema Flüchtlinge, bisschen angekratzt. Oder wenn wir es von der anderen Seite, ich kenne mich mit den ganzen politischen Sachen leider nicht so aus, deswegen kann ich nicht groß irgendwas sagen, weil man, wenn man über Politik, Religionen etc. redet, muss man ein gewisses Verständnis dafür haben, sonst wird man komplett in einer Debatte oder in Unterhaltung komplett, kriegt man kompletten Einlauf mit beiden Fäusten. Und dann steht man als Dummer da, wenn man halt sich nicht ordentlich vorbereitet hat. Rechte Spektrum kämpft und tobt. Staaten sagen, sie sind Teil der Demokratie, kein Verbot. Öltanker sinkt, Meere sind verseucht, Chaos pur, Tsunami-Welle, Massentod. Antwort von Mutter Natur, Fukushima, Mensch verstrahlt, Umwelt. Antwort von Mutter Natur, Alter. Oh, Scheiße. Meere verseucht, großer Tsunami, Meere tot, Antwort von Mutter Natur. Von Mutter Natur, Fukushima, Mensch verstrahlt, Umwelt interessiert kein Arsch, Nazis töten Türken, der Verfassungsschutz ist Kamerad, Soma Kohlengrab, schau hin, Rojava getränkt im Blut, Berkin Elvan, Gaskapsel, ab mit Pfeffer, Istanbul, Taksim, unaufhaltbarer Protest, sieh die Wut, ihr steigt, Embargo, doch Kuba bleibt, Freiheit für die Cuban Five, Klassenkampf, Reiffabrik, Zeitarbeit, Sklaverei, Helfer der Apartheid, Ehren Mandela, Heuchelei, Bourgeois trinkt Champagner und die dritte... Abstand. Helfer der Apartheid, Ehren Mandela, Heuchelei, Bourgeois trinkt Champagner und die dritte Welt dehydriert. Westen voller Magen, Afrikaner hungert bis er stirbt. China Arbeit bis zum Koma, Mehrwert bis zum geht nicht mehr. Inditex, blutige Textilien, Produktion durch Schmerz. Amerika Freiheitsstaat, der Beweis Guantanamo. Mali Imperialistenpuff und wer wird nun bedroht? Es reicht mein Freund, die Veränderung. Wir sind jetzt am Ende und ich fühle mich komplett gefickt. Alter. Muss bald passieren, wer will, dass die Erde bleibt, so wie sie ist, will, dass sie stirbt. Bricht die Angst in dir, lass nicht zu, dass sie dich verwirrt. Zerreißt die Schnüre an dein Hirn und wir werden zusammen marschieren. Die Vengeance steht bevor und der Boden bebt. Hoch die internationale Solidarität. Ich fühle mich gerade so wie in meiner ersten OP, Alter. Alter. Ohne Witz. Jetzt mal ohne Waffengelaber. Aber das Ding ist einfach nur krank. Und mit dem Wissen, dass es noch einen Teil 2 gibt. Ich bin komplett. Mein Kopf ist komplett. Ich bin echt gespannt, was da im zweiten Teil raushaut. Ich kann dazu nichts sagen. Ohne Witz. Ich kann dazu echt nichts sagen.
Das Ding ist mies, Alter. Das Ding ist mies. Richtig. Wenn man sich wirklich drauf einlässt und mal ein bisschen, sagen wir so, ein bisschen Hintergrundwissen hat und ein bisschen die Geschichte verfolgt hat. Ich bin ja schon etwas älter, ich bin ja schon etwas länger, also unter den Lebenden, sagen wir so, als andere Zuschauer von mir. Sagen wir so, ein Viertel davon habe ich mitgekriegt. Ein Viertel ist ein bisschen, oder? Okay, sagen wir so, 40%. So, wesentlich. Habe ich gewusst, etc. Und der Renz ist für mich komplett neu, die ganzen Geschichten aus anderen Ländern auch noch. Und oh, das ist einfach nur krank, einfach nur krank. Ich bin komplett bedient gerade, ich bin echt komplett bedient. Ich hätte das Video wahrscheinlich mehr als letztes angucken sollen, Alter. Ich bin jetzt komplett. Huh! Scheiße, Digga. Gut, in dem Sinne würde ich einfach mal sagen: Meinung etc., Kritik unten in die Infobox. Ich bin sprachlos. Das Lied zu dem Musikvideo und der Kanal unten in der Infobox. Wir werden definitiv Teil 2 angucken. Definitiv. Ich freue mich auch schon drauf. Wenn das Ding genauso ein Brett wird wie das, dann alter Abstand. Ich weiß echt nicht, es ist einfach krank. Einfach krank. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht es euch sinnvoll. Bis zum nächsten Mal bei der Preparator von mir für euch. Ihr wisst, was ihr zu tun habt.